Fresh ist ja am Start in Berlin und München. Die gehen mit ihrer eigenen Lieferflotte sowieso. Ja, da geht es um auch eine schwierigere logistische Aufgabe. Ja, da kommt die Kühlkette mit dazu. Mhm. Das würde ich mal separieren. Sind wir da nicht unerfahren, aber ich glaube, das wäre jetzt auch nicht das Erste, wo einer unserer Partner sagen würde, ui, das will ich jetzt schon gleich mitmachen. Wird denn da jetzt noch was passieren im Bereich Lebensmittel und Frischlieferungen und so weiter? Weil irgendwie hat man das Gefühl, es geht nicht so richtig weiter. Ganz viel wird da passieren. Ja, ich glaube, das Gefühl, dass es hier nicht richtig weitergeht, ist ein... geht auch von uns aus. Ja. Nicht verunglimpfend gemeint, aber es wird keiner verhungern, weil Amazon keine Lebensmittel liefert in Deutschland. Ja. Es gibt genügend Lebensmittel. Im Gegenteil, Amazon Lebensmittellieferung wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir uns einen Wert in der Lebensmittelbeschaffungskette des einzelnen Kunden erarbeitet haben. Ja? Und dazu muss man erstmal lernen, wie dieser Weg aussieht. Ja? Und ist ja nicht ein Weg. Ja? Also, es gibt ja nicht einen Kunden, der immer nur bei dem einen seinen kompletten Lebensmittelbedarf. Das wäre einfach. Ja? Aber der besteht ja aus dem Bäcker um die Ecke. Ja? Der besteht aus dem Discounter. Der besteht aus dem Wocheneinkauf. Dann den Ad-Hoc-Bedarfseinkauf. Ja? Dann den frischen Einkauf. Ja? Dann kommt vielleicht noch das Shopping-Erlebnis einkaufen. Also sehr, sehr vielfältig. Und wir haben ganz unterschiedliche Initiativen am Start. Die längste wird am meisten ignoriert. Ja, wir sind schon seit, ich glaube, 2006 verkaufen wir non-fresh, non-frozen Lebensmittel. Ja, was im Übrigen der größte Anteil der Lebensmittel, die nicht den täglichen Bedarf decken, sind Kaffee, Öl, Salz, ja, alle Sorten Pasta und sonstiges. Da sind wir schon lange am Start, super unterwegs. Ja, das passt auch alles wunderbar in unser Programm. Was jetzt den speziellen Anteil Frischware, ja, ich sage mal die 100 Gramm aufgeschnittenen Leberkäse, da sind wir mit Sicherheit in den Kinderschuhen. Hm. Das macht aber auch gar nichts, ja, weil wir noch gar nicht wissen, wie wichtig ist das für den Kunden, in welcher Form ist es wichtig. Ja, mit Prime Now sind wir so ein bisschen, gucken wir, was macht Geschwindigkeit. Ja, bei Fresh gucken wir mehr so, was macht dieser konfektionierte, bedarfsgerechte Einkaufskorb, also wo ich dann wirklich die 100 Gramm hier, die 200 Gramm da habe. Also wir gucken nach unterschiedlichen Ecken. Letztendlich sind wir uns bewusst, dass wir uns Zeit lassen können, ja? Dass wir diese Experimente auch parallel laufen lassen können. Ja, die stören sich überhaupt nicht, und dann hoffen wir, dass wir da die Formel finden.